Eins ist wieder da. Eins ist still und leise verschwunden. Hallihallo und hoi miteinander. Heute geht's darum, was die beiden Bücher verbindet. Es ist die Backlist. Was ist eine Backlist? Die Backlist ist die Liste der Bücher eines Autors oder einer Autorin, die noch erhältlich sind, die ein Lager sind. Backlistentitel können von Buchläden innerhalb weniger Tage, 1 bis 3 Tagen, für euch bestellt werden und ihr habt die in den Händen, auch wenn die nicht mehr im Buchladen sind. Man kann ja nicht alle Bücher im Buchladen behalten. Es muss Platz haben für die Neuerscheinungen, es hat ein bisschen Platz für die Bestseller, aber ihr könnt nicht jedes einzelne Buch ewig in der Buchhandlung haben. Also ist man froh darum, wenn man weiß, dass man eins möchte, dass man in den Buchladen kann, die bestellen kann, die sind erhältlich, die sind auf der Backlist. Was ist der Vorteil einer Backlist für den Verlag? Was ist der Vorteil einer Backlist für den Autor, die Autorin? Ein Verlag, der viele Backlistentitel hat, die sich gut bis sehr gut verdienen, kann daraus Geld generieren. Also je mehr Backlistentitel man an Lager hat, die sich immer noch gut verkaufen, desto größer ist auch die Sicherheit, dass davon Geld reinkommt. Also Verlage sind Backlisten extrem wichtig, aber es sind halt vor allem Titel wichtig, die sich gut bis sehr gut verkaufen. Was ist der Vorteil, der Nutzen einer Backlist für den Autor, für die Autorin? Eigentlich genau der gleiche wie bei den Verlagen. Wir haben viele Titel, die nicht mehr im Buchladen sind, die aber immer noch erhältlich sind, wo sich immer mal wieder eins davon verkauft. Und je mehr Backlistentitel man hat und je besser sich die Backlistentitel verkaufen, desto mehr Einnahmen generieren wir aus allen unseren Büchern, nicht nur den Neuerscheinungen. Die Backlist ist aus einem anderen Grund noch extrem wichtig für Autorinnen und Autoren. Um zu Lesungen eingeladen zu werden, gerade bei Schullesungen, ist es extrem wichtig, dass man mehr als einen oder zwei Titel auf der Liste hat. Für Schulen und Bibliotheken sind wir Autorinnen und Autoren dann interessant, wenn ihr kommen können und eine Auswahl an Büchern haben, dass sie vielleicht sagen, wir laden dich für diese Klasse ein, für diese Klasse und für diese. Wenn ihr jetzt keine Jugendbücher mehr auf der Backlist habt, engt euch das ein. Die Chance, eingeladen zu werden, ist kleiner. Oder auch die Chance, dass ihr auf einer Lesetour ausgebucht seid, ist kleiner, je weniger Backlistentitel ihr habt. Also für uns sind die Backlistentitel extrem wichtig. Warum behält man dann nicht alle Bücher einfach auf der Backlist? Ist für die Verlage ein Gewinn, ist für die Autorinnen und Autoren ein Gewinn? Die Antwort ist nein. Für die Verlage kommt irgendwann der Moment, wo sich das nicht mehr rechnet. Bücher, die ihr auf der Backlist habt, die liegen gedruckt an einem Lager. Bücher lagern, das kostet. Je mehr Bücher ihr lagert, desto mehr kostet das. Wenn jetzt ein Verlag von einem Backlistentitel nur noch wenige verkauft, kann es sein, dass die Lagerungskosten und halt alle anderen Kosten rundherum den Ertrag auffressen, den das Buch generiert durch Verkäufe. Und dann kommt der Moment, wo der Verlag entscheidet, wir drucken das Buch nicht mehr nach. Wir lassen es noch auslaufen, was im Lager ist, verkaufen wir noch, aber wir drucken keine neuen. Oder, das ist für den Autor besonders bitter und besonders schlimm und frustrierend, wenn ein Verlag feststellt, wir haben zwar ein Lager, noch ungefähr 2000 Stück, aber die verkaufen sich so zäh, dass wir die Jahre dauern, bis die verkauft sind. Sprich, das Lager kostet uns mehr, als uns die Bücher einbringen, dann werden die Bücher verramscht, verscherbelt. Ist verständlich von Verlagsseite her, ist für uns Autorinnen und Autoren frustrierend und zum Teil auch nicht hilfreich, um es mal nett zu sagen, wenn es um Lesungen geht. Was kann ein Autor, eine Autorin machen, damit Backlistentitel erhalten bleiben? Da gab es in den letzten paar Jahren gab es da verschiedene Möglichkeiten. Wenn man viel Glück hat, hat der Verlag, der ein Hardcover rausgebracht hat, findet noch einen Verlag, der ein Taschenbuch macht. Meine Bücher waren alles Taschenbücher von Anfang an. Ich habe für mich entschieden, ich gebe Backlistentitel, die
aus der Liste fallen, die vergriffen sind oder geramscht sind, irgendwann selber wieder heraus. Deshalb auch das Glückliche am Anfang, es ist wieder da, wenn ihr hinter mich schaut, die 100 Lügen, die sind jetzt wieder da und die sind wieder erhältlich. Hier aber die knallharte und trockene Wahrheit, finanziell lohnt sich das in meinem Fall nicht wirklich. Was ich mit den Bucheinnahmen generiere aus meinen selber wieder neu aufgelegten Backlistentiteln, ganz ehrlich, das habe ich mit 1 bis 3 Lesungen pro Jahr wieder drin. Also finanziell lohnt es sich für mich nicht unbedingt. Für mich ist das mehr eine Liebhaberei. Es ist auch das Streicheln meines Egos, weil ich halt einfach finde, diese Bücher von mir, die gefallen mir noch, die möchte ich, dass sie noch erhältlich sind. Rückblickend würde ich heute sagen, ich hätte nicht mehr alle Bücher, die ich neu herausgegeben habe, tatsächlich wieder rausgegeben oder würde sie nicht mehr rausgeben, vom jetzigen Standpunkt aus gesehen. Es gibt solche, die sind mir so wichtig, dass ich einfach sage, doch, ich mache das und wenn ich pro Jahr einfach nur noch 70 oder 80 verkaufe, ist das ja nicht so tragisch. Ich gebe meine Bücher bei BOD neu heraus und BOD funktioniert anders. BOD hat keine Lagerkosten. Diese Bücher werden erst gedruckt, wenn sie bestellt werden. Insofern opfere ich keinen einzigen Baum, weil die Bücher werden nur nachgedruckt, wenn sie bestellt werden. Für mich ist die Backliste eine tolle Sache. Ich sehe sie aber mittlerweile sehr viel entspannter als noch vor ein paar Jahren. Es gibt aber auch Autorinnen und Autoren, die sagen, nein, ich möchte Bücher schreiben, neue. Ich möchte nicht so viel Zeit reinstecken und etwas machen, das ich schon einmal gemacht habe. Die schreiben dann weiter. Das Problem ist, die Zeiten sind so schnelllebig geworden. Wenn ihr nicht wahnsinnige Schnellschreiber seid, kann es euch passieren, dass euch die Backlist schneller wegfällt und wegbricht, als ihr Bücher produziert. Ganz konkret in meinem Fall, ich bin Langsamschreiberin, ich schreibe Jugendbücher mit einem ziemlichen Umfang, die knalle ich nicht einfach in 3-4 Tagen runter. Da arbeite ich relativ lange daran und bis sie dann noch erscheinen, geht es noch länger. Das heißt, bei meinen Büchern kann es passieren, wenn ich in meinem Tempo weiter veröffentliche, dass mir so die wegfallende Backlist die Bücher von hinten her wegfrisst. Wie das bei mir ganz konkret aussieht, welche Bücher ich neu gemacht habe und warum, das habe ich vor ungefähr einem Jahr mal in einem Video ganz ausführlich erklärt mit jedem einzelnen Buch. Ich verlinke euch das Video unten, es heißt Vergriffen und dann. Und ich habe vor diesem Jahr gesagt, das nächste Buch, das wahrscheinlich von der Backlist verschwinden wird, ist No Way Out. Und ihr habt es ja ganz am Anfang gesehen, ich habe euch das Buch in die Kamera gehalten. Ja, No Way Out ist nicht mehr erhältlich. Und was mache ich jetzt? Früher hätte ich gesagt, ich hole mir die Rechte so schnell wie möglich zurück. Ich mache das Buch so schnell wie möglich wieder. Heute bin ich viel entspannter. Ich werde mir die Rechte bei Gelegenheit zurückholen. Ich werde mir überlegen, ob ich es machen möchte. Und wenn ich es machen möchte, mache ich es dann ganz langsam. Also das kann sein, dass es den Blackout nie wieder geben wird. Es kann sein, dass ich sage, okay, vielleicht so in 3-4 Jahren bin ich dann soweit. Also das weiß ich jetzt noch nicht. So sehr man die Mechanismen versteht, wie Bücher von der Backlist verschwinden, es ist trotzdem schwierig geworden. Die Buchbranche ist viel schneller geworden, viel kurzlebiger. Viele Bücher haben fast keine Chance, sich durchzusetzen. Es gibt aber Bücher, das sind Langsamstarter, gerade im Kinder- und Jugendbuchbereich. Das muss ich manchmal in Schulen herumsprechen, bei Bibliothekarinnen herumsprechen. Das dauert manchmal eine Weile, bis ein Buch, das nicht ganz heftig beworben wurde, sondern einfach mal so herausgegeben wurde, bei den Menschen ankommt. Und in dem Tempo, wie heute die Bücher von der Backlist fallen, sind die manchmal weg, bevor sie eine Chance hatten, wirklich zu wachsen. Mir ist genau gestern bei einer Lesung diese Frage über den Weg gelaufen. Ich finde, die passt so gut. Ich möchte die heute auch in meinem Beitrag aufwerfen. Ich werde ja immer gefragt, welches ist Ihr meistverkauftes Buch? Und das ist der Blackout. Der hat sich echt irre gut verkauft. Gestern hat mich jetzt aber ein Junge gefragt, Frau Gabatoler, war dann der Blackout von Anfang an so erfolgreich? Und die Antwort ist nein. Der Blackout kam in einer Buchreihe heraus, die nannte sich Labyrinthe-Krimis.
Er hat sich zwar innerhalb der Reihe relativ gut verkauft, aber er war jetzt nicht herausragend. Er hat sich nicht herausragend gut verkauft am Anfang. Ich denke, der schwamm einfach so mit den anderen Büchern mit. Die Reihe gibt es schon lange nicht mehr, aber mit meinem Blackout ist was passiert. Irgendwann wurde er Klassenlektüre. Er wurde von Lehrperson zu Lehrperson weiterempfohlen. Irgendwann gab es dann Lehrmittel oder Unterrichtsmaterial, die plötzlich im Internet standen. Und Lehrpersonen lieben Klassenlektüren mit Unterrichtsmaterial. Sprich, das war so wie ein Multiplikator. Je häufiger Blackout im Klassensatz gelesen wurde, desto häufiger hat es sich verkauft. Blackout ist 2007 erschienen und ist immer noch Klassenlektüre, wird immer noch gelesen, wird immer noch nachgedruckt. Ich bin froh, waren damals die Fristen, bis ein Buch verschwand von der Backlist, länger. Ich wage zu behaupten, heute hätte Blackout diese Chance nicht mehr. Heute würde Blackout von der Backlist verschwinden, bevor er überhaupt eine Chance hat, zu etwas Größerem heranzuwachsen. Und das finde ich schade. Die Buchbranche diskutiert seit Jahren darüber, was man machen könnte. Diese Schnelllebigkeit, das immer schneller produzieren, das immer mehr produzieren, das immer mehr Bücher auf den Markt werfen, einen Kuchen eigentlich in immer mehr Stücke zerteilen zu müssen. Buchverkäufe, die einbrechen für einzelne Titel, außer es sind wirklich Bestseller-Titel, und dann das Wettmachen wollen mit noch mehr Büchern drucken. Und seit Jahren geistert in der Branche so diese Idee herum: Leute, lasst uns weniger Bücher machen. Ja, aber das Problem ist folgendes: Es ist irgendwie wie in der Musikbranche fast ein bisschen zu spät. Wenn ich weniger Bücher mache als Verlag, die verkaufen sich zum Teil schlechter als früher, ja, dann brechen mir die Einnahmen weg. Ich mache es mit der Masse. Ich werfe mehr Bücher auf den Markt. Bei den Autoren ist dasselbe. Ich habe anfangs mit meinen Jugendbüchern noch ziemlich gut Geld verdient und es wurde jedes Jahr ein bisschen weniger, weil meine realistischen Jugendbücher weniger gefragt wurden. Jetzt hätte ich die Möglichkeit gehabt, einfach wie blöd loszuschreiben und halt statt ein Buch zwei Bücher pro Jahr zu schreiben. Aber das bringt es ja nicht, für mich nicht. Finanziell hätte es schon was gebracht, aber ich kann nicht so schnell schreiben. Ich will nicht so schnell schreiben. Das heißt, weniger Bücher bedeutet für mich auch weniger Einnahmen. Es bedeutet für meine ganzen Autorenkolleginnen und Kollegen weniger Einnahmen. Und deshalb haben viele meiner Kolleginnen halt das Tempo erhöht. Wenn man mehr Bücher verkaufen muss, um gleich viel zu verdienen, erhöhst du die Anzahl der Bücher, die du schreibst. Und das ist eine ganz, ganz, ganz ungesunde Mischung. Je mehr Bücher geschrieben werden, desto mehr landen auf der Backlist, desto schneller fallen sie hinten raus. Es ist so ein Ex und Hop geworden. Bücher waren oder sind schon lange. Ganz viele Bücher sind ein Ex und Hop. Das sind Eintagsfliegen. Die kommen raus, die verkaufen sich und irgendwann bist du auf dem Wühltisch. Das wissen wir Autoren und Autorinnen. Da machen wir uns keine Illusionen. Aber die Zeitspannen sind eben kürzer geworden. Und niemand von uns hat wirklich das Rezept dagegen, was man machen kann. Ich kann als Einzelperson dagegen halten, indem ich halt bei meinem einen Buch pro Jahr bleibe. Aber ganz ehrlich, das muss man sich leisten können. Wenn du vom Schreiben leben willst, musst du dir wirklich überlegen, steige ich in dieses Rennen ein und sprinte los und mache Buch um Buch um Buch um Buch, um noch vom Schreiben leben zu können. Dazu kommen die ganzen Self-Publisher. Also der Buchmarkt ist nicht nur geschwemmt mit Verlagsautorinnen und Autoren, es kommen die ganzen Self-Publisher dazu, die zum Teil gar keinen Verlag mehr suchen. Oder die, wie ich, zum Teil von Verlagen kommen und denken: Ja, bitte sehr, wenn ich sowieso nach 2 Jahren das Buch nicht mehr habe und selber nochmal machen kann, dann spare ich mir den Umweg über den Verlag und ich mache es direkt selber. Also viele machen die Bücher von Anfang an selber, dann sind sie auch sicher, dass die auf der Backlist bleiben, weil im Self-Publishing kannst du die Bücher so lange am Markt lassen, wie du möchtest, auch wenn sie sich nur noch ganz zäh verkaufen. Es gibt immer noch ein bisschen Einnahmen. Also eine Riesenspirale, die da im Gang ist. Wenn du anfängst, über die Backlist nachzudenken, kommst du ins Nachdenken über die Branche, du kommst ins Nachdenken über deinen Beruf und du endest früher oder später einfach in dieser riesigen, riesigen Spirale, die sich irgendwie immer irrer schnell dreht und trudelt.
Und ich sehe da im Moment einfach nur den Absturz. Ich möchte aber, weil ich grundsätzlich ein Optimist bin und weil eine Optimistin bin und weil ich optimistisch bleiben möchte, ich möchte das nicht so schwarz sehen. Nur ich persönlich habe den Ausweg für mich noch nicht gefunden, zumindest nicht diesen Ausweg, wie ich mir die Einnahmen so hoch halten kann, wie sie mal waren, ohne in dieses wahnsinnige Rennen mit einzusteigen. Und deshalb endet dieser Beitrag heute auf ein bisschen einer melancholischen Note. Ja, meine 100 Lügen sind wieder da. Sie werden sich nicht wahnsinnig gut verkaufen, aber sie sind wieder da für alle, die sie lesen möchten. Und nein, das No Way Out ist leider weg. Das könnt ihr im Moment nicht mehr kaufen. Das ist das Leben. Das ist das Autorenleben. Ich wünsche euch trotz allem eine wunderbare Woche. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, tragt euch viel Sorge. Bis zum nächsten Mal.